Und steht ein sehr anstrengender und schwieriger Übergang von der dritten in die fünfte Dimension bevor. Danach kommt eine Zeit der großartigen Glückseligkeit an, aber der Übergang selber wird nicht leicht. Was uns genau erwartet und wie du dich am besten darauf vorbereiten kannst, das erfährst du heute. Danach gehen wir ins Tagesorakel und ganz zum Schluss werden wir miteinander beten. Jetzt kommt zuerst das Intro. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen und einen schönen Start in die Woche heute am Montag, den 10. Mai 2021, zu deinem Engel-Tagesthema und Tagesorakel. Schön, dass du einschaltest. Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Wir wollen dich vorbereiten, ne? Genau. Und zwar ist es so, wir erleben jetzt gerade diese Übergangsenergie. Die Übergangsenergie hat am 21.12.2012 bereits begonnen. Die erste Zeit war noch relativ einfach, finde ich. Ne? Also ich sage mal, bis 2015 kann man sagen. Die ersten 3 Jahre des Übergangs gingen relativ leicht voran, wenn wir mal zurückblicken. Und ich finde so einen kleinen Rückblick mal ganz wichtig. Trotzdem war der 21.12. schon sehr stark. Es waren ja wahnsinnig viele Energien. Es haben sich viele kosmische Portale geöffnet, wodurch göttliche Energien auf diese Erde eingeströmt sind, die viele Menschen auch schon umgehauen haben. Ja, das stimmt. Energetisch, ne? Da gab es viel Kopfschmerzen, ja. Es gab viel auch körperliche Reaktionen, Beschwerden und bis hin zu Krankheiten, die entstanden sind, die auch wieder geheilt sind, klar, aber weil das einfach so arge, starke Energien waren, die ganze Welt verändert haben. Ja. Das muss man schon so sagen, ne? Definitiv, auf jeden Fall. Es war das Ende eines Zeitalters und der Beginn eines Neuen. Genau, Atlantis hat geendet und das neue goldene Zeitalter wurde eingeläutet. Am 21.12.2012. So, die ersten 3 Jahre, wie gesagt, waren relativ leicht. In Anführungsstrichen. Es gab da auch so schon Schwierigkeiten, es gab auch schon ein paar Missstände, aber sie waren noch relativ leicht. Wir müssen uns aber andersrum vorstellen. Ich habe es auch schon mal in den Videos erklärt, aber ich denke, wir müssen das nochmal aufgreifen. Viele Menschen glauben mir gerade, die Welt wäre verrückt geworden. Ja, genau. Und das ist ja gar nicht so. Nee, das ist gar nicht so, sondern das, was wir sehen, das, was uns präsentiert wurde, das war nicht die Wahrheit, das war nicht der Weg des Lichts, sondern das war eine Illusion, eine Fiktion. Und diese Verrücktheit wird jetzt wieder gerade gerückt. Genau. Wir müssen uns das so vorstellen, wie wenn du eine Erdregion nimmst und jetzt wäre eine Erdplatte ungerade. Und diese Erdplatte würde sich wieder gerade rücken, hätte man Erdbeben. Genau. Das wäre enorm. Ja. Das ist ein schönes Bild. Wenn die sich jetzt wieder gerade rücken, haben wir ein Erdbeben, da gehen sogar Häuser zu Bruch, dabei geht, ne, das ist enorm. Und so, das ist das, was jetzt gerade passiert. Die ganze Welt hat Kopf gestanden, und zwar vor 2012 bereits. Und seit 2012 ist Erzengel Metatron, Erzengel Christian und Erzengel Mariel sind dabei, im Auftrag des Gottes natürlich, diese Welt wieder in ein gerades Lot zu bringen. Dazu gehört, dass Wahrheiten unverblümt ans Licht kommen. Dazu gehört auch, dass wir im Endeffekt auf uns zurückgeworfen werden, dass wir uns hinterfragen dürfen, weshalb sind wir hier, was ist unsere Aufgabe, wie möchten wir leben, dass wir also vollkommen in die Selbstverantwortung kommen und nicht mehr die Verantwortung nach außen wegschieben. Weil wenn wir die Verantwortung weiterhin nach außen wegschieben, können wir diese Energien von 5D nicht aushalten. Genau. Und gerade wenn du dich sehr stark mit dem Licht verbindest, dann neigst du dich, dann wird der Schatten versuchen, sich dir noch mehr in den Weg zu stellen. Wir wollen dir heute natürlich auch ganz praktische Tipps geben. Ich habe es schon mal in einem der letzten Videos erwähnt, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den können wir gar nicht oft genug erwähnen. Kauft euch zu essen, kauft euch zu trinken, legt Vorräte an. Unsere Großeltern wussten das noch, die haben das in aller Regel noch getan. Selbst meine Eltern wussten das noch, meine Mutter weiß das nämlich auch noch, die macht es auch noch, die hat es schon immer so gemacht, immer Vorräte für einige Zeit gehabt, sodass sie eine ganze Zeit auch ohne Essen quasi zu Hause bleiben können. Und das wird jetzt in dieser Zeit sehr, sehr wichtig. Es wird eine Inflation, beziehungsweise die Inflation ist bereits da, sie hat angefangen, die wird auch rübergehen in eine Hyperinflation. Die kommt auf uns zu. Eine wahnsinnige Teuerung. Ihr werdet euch wundern, wie teuer Lebensmittel werden, besonders trockene Lebensmittel wie Mehl, Zucker, Grieß und all solche Geschichten, aber auch Toilettenpapier.
Jetzt werden viele lachen, ne, weil ich das gerade erwähne. Wir wissen ja noch von der ersten Corona-Schließung, der ersten, wo wir den ersten Lockdown damals hatten, sind sie alle losgerannt. Und ich erinnere mich noch an leere Toilettenpapierregale und Nudelregale und dergleichen. Damals war das aber noch nicht sinnvoll. Aber das war so ein Zeichen. Wir können das als Zeichen werden, weil wir kriegen immer göttliche Zeichen gesetzt. Ne? Und auch solche Dinge wie Toilettenpapier werden massiv teuer werden. Genau. Von frischen Lebensmitteln ganz zu schweigen, das sehen wir teilweise jetzt schon. Und das wird also auch immer schlimmer werden, dass es immer unerschwinglicher wird. Genau. Wobei die frischen werden noch gehen. Ne? Also erstmal, die werden auch teurer werden. Aber wir müssen einfach bei den trockenen, die werden eine enorme Teuerung erleben. Erst kommen nämlich diese ganzen trockenen Lebensmittel. Ja, deswegen deckt euch ein. Und damals, wir haben ja schon mal von der Warnung eines Blackouts gesprochen, eines Stromausfalls. Diese Warnung ist für dieses Jahr erstmal raus. Das kann ich also euch schon mal sagen. Diese Warnung ist gerade raus. Das heißt nicht, dass sie ganz raus ist, aber für dieses Jahr ist sie auf jeden Fall raus. Wir haben über Gebete und über ganz viel Lichtarbeit geschafft, diese Blackouts, die geplant waren, zu verhindern. Oh ja. Das ist großartig. Oh ja. Da haben wir viel geleistet. Ne? Ja. Genau. Und mit vielen wunderbaren Menschen zusammen. Natürlich nicht nur wir zwei, das wär, sondern mit vielen wunderbaren Menschen zusammen haben wir geschafft, das zu da was gegen zu tun. Da sind wir auch ganz glücklich mit und auch ganz stolz darauf. Können wir mit Stolz so sagen. Ja. Dennoch, damals haben die Engel gesprochen von 14 Tagen, 3 Wochen. Mhm. Jetzt sprechen die Engel von 2 bis 3 Monaten. Genau. Deckt euch mit Lebensmitteln und Wasser für 2 bis 3 Monate ein. Besser auch gerne noch etwas länger, dass ihr nicht unbedingt raus müsst. Genau. Weil es wird keine angenehme Zeit auch anschließend werden. Nein, das wird, genau, es wird dann auch nicht auch keine angenehme Zeit danach. Gerade wenn die Lebensmittelverknappung kommt durch Inflation und Hyperinflation, ist es übrigens eine herbeigeführte Lebensmittelverknappung. Also von gewissen Menschen, die sich selber als elitär sehen, die führen das herbei, um uns herauszufordern. Dann wird es sicherlich auch zu Gewalteskalationen auf den Straßen kommen. Ja, da kommen ganz klare Bilder, ja. Genau, und das sind nämlich die bürgerkriegsähnlichen Zustände, die auch meine Channelings immer wieder ergeben haben, die kommen werden. Und da ist es einfach das Sicherste, was du tun kannst, ist nicht zu flüchten, sondern bei dir zu Hause zu bleiben. Die Engel wollen dir keine Angst machen an dieser Stelle. Es ist mir immer wichtig, dabei zu betonen. Dennoch ist es sehr, sehr wichtig, dass diese Dinge klar benannt und beim Namen genannt werden. Denn nur so können wir uns auf diese Zeit vorbereiten, die da kommt. Wenn wir Gott vertrauen, sind wir in Sicherheit. Aber Gott Vertrauen heißt nicht, dass wir uns nicht vorbereiten sollen. Das ist nämlich das, was viele falsch verstehen. Du darfst ja keine Lebensmittel kaufen, wenn du Gott vertraust. Solche Sätze habe ich auch schon gehört. Ne? Das ist nicht richtig. Ja gut, Gott, willst du uns keine Lebensmittel kaufen? Nicht? Nee. Nee, aber er sagt uns, und das ist nämlich über seine Engel, über die Botschaften, die wir bekommen, was wir tun sollen. Und das ist dieses Gottvertrauen, nämlich auch auf die Botschaften, die wir über die Engel von Gott bekommen, nämlich dass wir vorsorgen sollen, dass wir uns schützen sollen, dass wir auf uns achten sollen. Darauf sollten wir hören. Das ist ganz wichtig. Und wir können natürlich uns diese Zeit durchaus erleichtern. Es werden sehr viel chaotische Zeiten auf uns zukommen, auch noch in den nächsten Jahren. Aber jetzt erstmal, das waren jetzt erstmal die akuten Dinge, die zu tun sind. Die kurzfristigen Dinge und die zwar jetzt schon zu tun sind, wenn ihr nicht schon begonnen habt, dann ist es jetzt definitiv höchste Eisenbahn. Genau. Und ich hatte am Erzengel Metatron erwähnt, du trägst seinen Anhänger. Diesen Anhänger übrigens bekommst du auch in meinem Shop. Er umhüllt dich sehr stark in die Lichtenergie, die Lichtfrequenz der heiligen Merkaba und von Erzengel Metatron. Das ist eine sehr, sehr starke, sehr intensive Energie, kostet 29,90 €, also ist also durchaus erschwinglich, würde ich sagen. Und einfach über den Link im Beschreibungstext bestellen, dann kriegst du ihn energetisiert. Er gibt es in Gold und in Silber, jeder für jeden Geschmack das Passende dabei. Das ist auch wichtig, manche tragen ja lieber Silber, andere tragen lieber Gold. Und beides hat die gleiche Frequenz, beides hat die gleiche Wirkung, das ist auch wichtig zu wissen. Dann kommt ja gerne mal die Frage, hat das Gold jetzt mehr Frequenz von der Wirkung? Nein, Metatrons Energie ist auf beiden Frequenzen gleichermaßen wirksam. Das Symbol der heiligen Merkaba aus der heiligen Geometrie natürlich, also eine natürliche Form. Auch das im Gegensatz zu den klassischen Talismanen. Da muss man nämlich auch sagen, bei mir gibt es keine klassischen Talismane. Bei diesen Symbole gibt es bei mir nicht. Bei mir gibt es nur Symbole aus der Natur, aus der heiligen Geometrie.
Genau, und dieser Merkaba-Anhänger, der arbeitet auch sehr stark. Ich lege ihn quasi fast überhaupt nicht mehr ab. Ich trage ihn auch sehr oft auch auf der Haut. Und der Anhänger wird manchmal sehr, sehr heiß. Also der arbeitet wirklich sehr viel. Und ich fühle mich aber auch wunderbar geschützt und sicher und bin auch jetzt auch viel besser geerdet in dieser doch sehr schwierigen Zeit. Und vielleicht habt ihr Menschen, die die Wahrheit und Klarheit in der Welt momentan noch nicht erkennen, die euch aber sehr, sehr am Herzen liegen, wo ihr sagt, ihr möchtet ihnen nochmal eine größere Chance geben, die Wahrheit zu erkennen. Und da ist so ein Anhänger natürlich ein tolles Geschenk. Einfach mal schenken, dass die Person es trägt. Die Engel werden natürlich den freien Willen nicht manipulieren, das ist immer wichtig zu sagen. Dennoch ist die Engelenergie bei Ihnen anwesend und Sie kriegen nochmal die höhere Chance, hinzuschauen, Ihr Bewusstsein zu erweitern und zu erwachen über die Energie dieses Anhängers. Das kann Ihnen auf jeden Fall nur helfen. Sie können natürlich auch sagen, auch wenn Sie den Anhänger tragen, nee, ich will nicht erwachen, ich will das höhere Bewusstsein nicht. Also klar, die Garantie können wir nicht geben, aber die Chance ist auf jeden Fall deutlich erhöht. Ja, und der Anhänger wird auch, wenn ihr ihn über den Link unten bestellt, wird auch einzeln von Udo energetisiert und da ist Engelenergie dann drin, speziell. Kalimetatronenergie natürlich, ja. Speziell für den, der den Anhänger bekommt, sodass wir da einfach auch nochmal ein Sahnehäubchen auf Drogen drauf haben, das noch zusätzlich unterstützt. Genau, denn es ist ja so, egal ob du 10 oder einen bestellst, und, ne, werden alle energetisiert, und zwar energetisiere ich sie immer für die Person, die die Energie erreichen soll. Das heißt, es kommt immer, auch wenn du es als Geschenk kaufst, ob du es für dich kaufst oder Geschenk kaufst, kommt die Energie immer für die betreffende Person. Der Anhänger ist also dementsprechend energetisiert auf die Person, die ihn erreicht. Und da kannst du auch nicht den Falschen nehmen. Wähle einfach den aus, wenn du zwei bestellst, zum Beispiel einen als Geschenk, dann gehst du einfach nach deinem Gefühl und wählst den aus, der für dich ist. Es wird immer einen richtigen Tag. Genau. Da kannst du nichts falsch machen. Genau. Das hilft dich und unterstützt dich einfach auch nochmal in der Energie dieser Zeit. Das ist einfach die Aufklärungsarbeit, die so wichtig ist. Es gibt genug Leute da draußen, die klären momentan auf und sagen und geben aber auch immer Verantwortung ab. Ne? Dann ist die Regierung schuld, dann ist Angela Merkel schuld, dann ist Söder schuld, dann ist Laschet schuld, dann ist Spahn schuld, dann ist Lauterbach schuld und wie sie alle heißen. Nö, ich will ja gerade auf was anderes hinaus. Das ist Verantwortung abgeben. Auf jeden Fall. Diese Menschen machen ihren Job in dieser Zeit und sie machen das, wofür sie hier auf der Erde sind. Sie tragen die Energie hin, was ihre Aufgabe ist, und was wir damit machen, ist immer unsere eigene Verantwortung. Eben. Deswegen, ich erwähne die Namen in einem anderen Zusammenhang, weil wir müssen wegkommen von genau diesem Schuldzuweisung, weil damit geben wir unsere Verantwortung ab. Das auf jeden Fall. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Das ist nämlich ein ganz anderes Ebene. Das ist genauso wie der böse Nachbar ist schuld oder Gott ist schuld und die sind schuld. Nein, es ist niemand schuld. Schuld gibt es in den Augen der Engel ja gar nicht, sondern ich bin verantwortlich für mein Leben. Und ich entscheide, was tue ich und was tue ich nicht. Eben. Und sie können, und das ist für uns alle nochmal wichtig zu begreifen, sie können nichts mit uns machen, was wir nicht wollen. Auf jeden Fall. Da möchten die Engel uns immer wieder daran erinnern. Ja. Ne? Also das heißt, hört auf, an die Illusion zu glauben, ihr müsst das tun, was euch irgendwer sagt. Genau. Sondern solange ihr in Liebe handelt, gewaltfrei und in Frieden und Liebe handelt, könnt ihr gar keine falschen Wege gehen. Auf jeden Fall. Und jetzt gucken wir ins Tagesorakel. Wir gehen jetzt gleich wieder ins Orakel mit den Lenormand-Karten, der goldene Zeit und der Kraft der Engel-Orakel natürlich. Zuvor ein paar kleine wichtige Hinweise. Wenn dir dieses Video gefällt und die Aufklärungsarbeit gefällt, dann gib uns einen Daumen nach oben, damit wir damit noch mehr Menschen erreichen können und die Herzen der Menschen öffnen können. Abonniere Engel TV und aktiviere bitte die Abo-Glocke, damit du informiert bist, wann welche Themen wie drankommen und vor allen Dingen, wann deine Themen drankommen. Wenn du Fragen hast zu spirituellen Themen, zur neuen Zeit, zur goldenen Zeit, wie auch immer, schreib sie in die Kommentare und wir werden in den nächsten Videos, in den nächsten Wochen darauf eingehen. Das tun wir sehr, sehr gern für dich, nur musst du uns schreiben. Wenn du die Gebete unterstützen möchtest mit deiner Kraft, mit deiner Energie, dann schreibe dreimal Amen 777 in die Kommentare. Und jetzt wollen wir hier in den Karten der goldenen Zeit mischen. Und wir wollen schauen, was die Engel uns über die Karten heute mitzuteilen haben. So, wir haben das Herz, wir haben die Vögel und wir haben die Sense. Auf der Herzebene gibt es heute ganz schöne Verletzungen, ganz schönen Wirbel und ganz schöne Belastung.
Belastungen, wird hier angezeigt. Ein Tag, der also belastend ist, auch fürs Herz-Kreislauf-System, dementsprechend mal ganz praktisch gesagt, weil er einfach so an unseren Nerven zerrt. Es wird viel Gerede geben, es wird viel Gequatsche geben, sehr viel Belastungen geben. Insgesamt, das kann sowohl in den Medien vorkommen, wie auch im Kleinen in deinem Leben vorkommen. Und das geht auch mit Verletzungen tatsächlich einher. Worte, die verletzen können, Worte scharf wie Messer sozusagen. Und da sollten wir uns eher davon fernhalten. Also wenn du weißt, dass Menschen sowieso den Charakter haben, dass sie dich oft verletzen, dass sie gerne verletzende Worte haben, dann ist heute ein guter Tag, dich von diesen Menschen ein bisschen fernzuhalten. Würde ich mal so sagen, oder? Genau, es ist auf jeden Fall ein guter Tag, auch selber in den Rückzug zu gehen, dass wir auch nicht in der ganzen Tagesenergie vielleicht unabsichtlich auch ein verletzendes Wort mal jemand gegenüber jemand anders aussprechen. Auch noch. Genau, von daher ist ein guter Tag, selber in den Rückzug zu gehen und mal ein gutes spirituelles Buch zu nehmen oder in die Natur zu gehen und einfach mit dir selber zu sein. Und schau, dass du auch nicht verletzend über dich denkst oder fühlst oder mit dir sprichst. Genau, und wir haben natürlich noch zusätzliche Impulse, wie gesagt, über das Kraft der Engel-Orakel. Mal schauen, was wir hier noch an wertvollen und wichtigen Impulsen durch die Engel bekommen. Das Studium, Erzengel Gabriel und Erzengel Metatron. Ganz interessant. Also mit dem Buch, das passt schon. Wir haben das Studium, Nadja hat es gerade gesagt, das Kraft der Engel. Orakel bestätigt hier nochmal, dass du mal ein spirituelles Buch lesen sollst. Das Erzengel Gabriel heile dein inneres Kind. Jetzt überleg mal, mit solchen Situationen, wie geht ein Kind damit um, wenn es verletzt wird? Wenn Kinder miteinander streiten, die verletzen sich mal kurz, die werden auch manchmal sehr barsch, die benutzen auch böse Schimpfworte und so weiter und eine Stunde später spielen sie wieder miteinander. Das ist also gar nicht so schlimm. Sei nicht nachtragend. Das ist, glaube ich, das sehr gut mit Erzengel Gabriel. Trag das nicht so nach. Lass die Leute reden und wenn sie meinen, sie wollen heute mal verletzende Worte austeilen oder vielleicht sogar du willst mal austeilen, dann vergib auch dir selbst. Erzengel Metatron hilft dir in diesem Prozess, deine Energien anzuheben. Das ist ganz spannend, dass über diesen Prozess der Verletzung auch die Energien angehoben werden. Ja, das ist klar, weil wenn der Schatten dich berührt, dann wirst du ja aufgefordert, dich mehr zum Licht zuzuwenden. Und dementsprechend wird die Energie auch angehoben. Genau, und deshalb dürfen wir auch da Vergebung üben, Vergebung uns gegenüber und den anderen gegenüber. Und da wird auch deine Energie nochmal angehoben. Und du weißt ja, im Auge des Orkans ist es ruhig, also wird auch da deine Energie nochmal angehoben. Und jetzt heben wir die Energie im Gebet an. Tun wir einfach. Und ich rufe die Engel, die Erzengel, die aufgestiegenen Meister, die Feen, die Elfen, die Kobolde, die Gnome und die Wichtel an und alle Wesen des Lichtes und bitte sie, sich mit uns im Gebet zu verbinden, mit uns an unseren Schöpfer zu wenden. Ich verbinde nun mein Herz mit dir und bitte dich, dein Herz mit meinem zu verbinden und wir sind jetzt alle eins im Gebet. Allmächtiger Gott, Herr Jesus Christus, wir wissen, bei dir ist alles möglich. Hülle uns und alle, die diese Worte hören, für den heutigen Tag in dein weißes und goldenes Licht ein, sodass uns die Energie dieses heutigen Tages, die verletzende Energie, gar nicht berühren kann. Dass wir daran vorbeigehen, dass wir die Kraft und die Stärke haben, selber nicht zu verletzen und Verletzungen gar nicht an uns heranzulassen. Gib uns die Leichtigkeit, die heute notwendig ist, um durch diesen Tag mit Liebe, Leichtigkeit und Dankbarkeit zu kommen. Hülle uns ganz in deine Liebe ein. Lass uns sanft und liebevoll durch diesen Tag gehen. Lieber Gott, lieber Jesus Christus, bitte hüll uns in die Liebe ein. Lass uns unser Herz öffnen für unsere Liebe, für die bedingungslose Liebe zu uns und zu allen anderen, sodass wir einfach uns auf das Wesentliche konzentrieren können, auf den Kern, auf die Essenz, die wir sind, nämlich bedingungslose Liebe, Liebe und einfach sein. Das genügt. Amen. Und jetzt wünschen wir dir was, nämlich einen wunderschönen Tag. Gott segne und beschütze dich. Er lasse seine Engel deinen Tag bewahren und führe dich zu Licht, Liebe, Frieden, Freiheit und Erleuchtung. Licht und Liebe, bis morgen. Udo Golfmann und Nadja Hafendörfer. Tschüss.